Hallo Freunde und willkommen zu einem Let's Show oder Let's Beta. Ich habe gar keine Ahnung. Alter, ich wollte mir im Store gerade einfach ein Spiel kaufen und sehe auf einmal so, what the fuck, Trackmania Beta? Holy shit. Ja. Beta ist auf jeden Fall am Start, umsonst kann geladen werden. Man braucht nicht mal PS Plus dafür, sehr nice auf jeden Fall. Ich muss ehrlich zugeben, Ubisoft, falls man gar kein Gameplay hiervon zeigen darf. Gut, dann mein Fehler. Ich hatte jetzt aber nirgends was davon gelesen. Müssen wir einfach mal gucken. Deine Ranglistenzone. Oh ja, hoffentlich ist das so geil wie damals. Also ich bin ein super Trackmania-Fan. Oh ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh, man kann aber die Stadt nicht mehr wählen. Oh, damals ging das immer noch. Da konntest du auch noch deine Stadt wählen, was ziemlich lustig war. Weil da kannst du überall gucken. Da oben steht's. In Hessen so und so viele. Ja, wie viele Medaillen man hat. Und an welcher Rangposition ist von der Welt, von Deutschland, von Hessen und eigentlich dann noch von der Stadt. Das war mal ganz cool. So, wir haben hier Online-Races, den Track-Builder, das ist natürlich ganz klar. Kampagne, ich weiß gar nicht, was man machen kann. Ich glaube, man kann nur Online- und Track-Builder machen. Wir gehen einfach mal auf Kampagne und gucken, ob es vielleicht geht. Solo-Kampagne. Nice, du. Schauen wir direkt mal rein. Canyon Drift. Es gibt wieder vier verschiedene Arten. Also wer Trackmania noch nie gehört hat oder sonstiges, ey Leute, ihr habt definitiv zu lange hinter Mond gelebt und eins der geilsten Rennspiele immer verpasst. Trackmania ist super cool. Und es gibt wieder vier verschiedene. Es gibt diese Canyon Drifts, dann gibt es noch hier Stadium. Stadium habe ich super gerne gefahren früher immer. Lagoon Roller Coaster, das ist dann glaube ich mit diesen... Ach Leute, keine Ahnung, los geht's, Alter. Ich habe gar keinen Bock hier zu warten. Die Autos werden jetzt ein bisschen schwerfälliger wahrscheinlich zu fahren sein. Was haben wir denn hier? Beschleunigung, Bremsen? Na, mehr brauche ich nicht. Lenken, Beschleunigung, ja gut, mehr gibt's eh nicht. Neue Aufstellung am Checkpoint und der komplette Neustart. Okay, doch, das ist wichtig. Kamera wechseln. Okay, ja, wird sich alles, denke ich mal, selbst erklären. Oh, Leute, ich bin super aufgeregt, weil ich habe mir das Spiel auf jeden Fall schon vorbestellt, weil Trackmania ist, damit kannst du nichts falsch machen. Das ist einfach mal ein Spiel, ein Rennspiel, was mir immer wichtig ist, wo es um puren Skill geht. Und das ist Trackmania definitiv. Es gibt kein Geramme oder so ein Scheiß. Fahren wir direkt gegen Gold? Alleine fahren? Wir machen erstmal alleine. Let's go! Oh shit! Woo! Alter! Okay, grafisch sieht sehr nice aus. Oh shit! Oh, Alter! Lässt sich die Karre lecken. Geronimo würde ich mal behaupten hier. Oh shit! Tryhard! Der Tryhard-Zeppelin ist am Start. Geil. Oh shit. Oh, das sieht eine enge Kurve aus. Oh, das ist. Oh shit! Oh, nice! Alter, die Steuerung. Leute, ich fahre gerade zum ersten Mal. Und ihr seht, noch kein Unfall. Profi? Komm, direkt Gold, oder? Also, das ging ja kaum besser. Silber. Ach, fick dich. Das war jetzt Bombe. Oh, ich hoffe, mit der Lautstärke ist alles okay. Der neue Rekord vom 3. Ja, okay. Da habe ich mich... Du hast einen neuen Rekord aufgestellt. Ja, logischerweise. Okay, da habe ich mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Herausforderung Gold. Warte, das möchte ich mir kurz angucken. Wie gesagt, das war mein... Ich habe es nicht vorher gespielt. Ihr habt es ja gesehen, ich musste alles noch einstellen. Ey, da bin ich gerade viel schneller runtergefallen, oder? Okay, ein bisschen Zeit haben wir auf jeden Fall vor dem Gold-Typ hier schon rausgeholt. Also das geht direkt Bombe von der Hand, muss ich sagen. Richtig nice. Schönes Ding am Tryhard Zeppelin vorbei. Ich glaube, hier war es, wo ich ein bisschen verkackt habe. Ja, ich glaube, hier verliere ich ein bisschen... Oh, shit! Da musste ich bremsen, das war dumm. In Trackmania wird nicht gebremst. Jetzt habe ich Gold, oder was? Are you fucking kidding me? Habe ich Gold? Bitches, bitch, please, einfach hier. Warum war das beim ersten Mal nicht? Was habe ich da in der Mitte falsch gemacht? Ich glaube, da bin ich irgendwie falsch runtergefallen oder so. Keine Ahnung. Jawohl! Oh, Leute, das spielt sich mega angenehm. Du hast neues Zeug in der Werkstatt freigeschaltet. Hey, neues Zeug freischalten ist immer gut. Joker, verbessern, nächste Strecke, Streckenauswahl. Ja, wir gehen direkt, würde ich sagen, rüber. Bitte warte, bis die Installation... bitte was? Bitte was? Ist doch schon vielleicht runtergeladen, installiert, was auch fertig. Ah, keine Ahnung. Okay, Ladezeiten sind ein bisschen... Wie war das denn damals? Auf dem PC ging das, geht's ja eh immer recht schnell. Da waren die Ladezeiten immer recht angenehm. Ich hoffe, mit der Aufnahme stimmt alles, weil ich wollte auf jeden Fall, dass ihr meine, meine erste richtige Reaktion hier mitkriegt. Musikbooster auf dem Touchpad, okay. Ach komm, wir fahren direkt gegen Gold, scheiße. Ach du Scheiße.
Seto Kashi und los geht's! Oh shit. Also ihr müsst euch überlegen, wenn ihr jetzt denkt, so, das sind jetzt die ganzen Strecken, also von der Art her, was Drift und so weiter angeht. Oh shit, da hab ich verkackt. Oh Gott, verkackt ohne Ende. Aber vielleicht macht der Mr. Goldmedaillenman noch einen Fehler. Jetzt kann ich mal wenigstens angucken, wo er langfährt. Also wenn ihr jetzt denkt, oh, so mit Drift und so, gefällt mir gar nicht. Leute, das ist nicht das, ja gut, das machen wir direkt von vorne. Ich kürze mal hier direkt ein bisschen ab. Das ist nur, wie gesagt, eine von vier Arten, die man fährt. Das ist jetzt, wie gesagt, der Canyon Drift. Hier seht ihr halt Driften, ein bisschen schwerfällig, die Karre. Es gibt, ich weiß noch, also Stadium hat mir bis jetzt eigentlich immer am besten gefallen. Weil, Leute, da fährst du mit so Formel 1 Wagen auf asozialen Strecken. Und da gibt es halt eben nicht diesen Drift. Nein! God damn it! Entschuldigung, Leute. Das mit dem Driften ist ein bisschen merkwürdig, muss ich zugeben, denn manchmal driftet er automatisch. Da muss ich gar nichts machen und manchmal dann eben nicht. Und deswegen haue ich jetzt erstmal lieber immer kurz einmal in die Bremse, so wie man es bei Need for Speed Hot Pursuit kennt. Falls das einer von euch gezockt hat, liebe Freunde. Deswegen muss ich jetzt immer die Bremse benutzen, aber da bin ich jetzt noch ein bisschen, noch nicht ganz drinne, wann ich hier, anscheinend sehr früh, ja, früh ist besser als spät. Merken wir uns. U-Turn, what? Oh, Alter, wie geil. Alter, was ein Track, Alter. Was ein Track. So, Gold, oder? Easy going. Zwei Goldmedaillen damit schon. Coole Sache. Gut gespielt. Du hast einen Rekord aufgestellt. Jo, und in Hessen sind wir hier schon fast auf Platz, was, 46? Really? Nice. Ja, ja, direkt Gold. Es gibt, also damals gab es immer noch die Nadeo-Trophäe. Die war noch krasser als Gold. Das war dann die Zeit von den Entwicklern oder irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es krasser als Gold. Leute, falls das Video abrupt zu Ende ist, nicht wundern, dann kommt noch ein Part. Ich nehme über die PS4 auf und da kann man ja immer nur die 15 Minuten machen. Ne? Also nicht wundern, falls das Video abrupt aufhört, liebe Freunde, macht euch bitte nicht gleich ins Höschen, dann wird noch ein Part kommen. Und dann schauen wir mal. Hier wird eh noch mehr kommen. Ich habe jetzt momentan halt nicht so viel Zeit. Wie gesagt, ich wollte eigentlich ein komplett anderes Spiel gerade kaufen und sehe das. Da habe ich gedacht, okay, das muss jetzt schnell runtergeladen werden und dann let's go. Oh mein Gott, die Strecke. Ist das euer Ernst? Oh, Heli, verpiss dich. Oh, shit. Oh, man kann ja eigene Strecken bauen. Alter, Leute, ich schwör's euch. Wie gesagt, ich hab's schon vorbestellt. Oh, shit. Ich hab's schon vorbestellt. Und da wird's einen Livestream definitiv geben. Also nicht nur einen, mehrere. Und ihr dürft alle mitfahren, der das Spiel holt. Würde ich mich sehr freuen. Oh, da müssen wir ein bisschen Oh, shit. Ja, nice. Gold, oder? Leute. Okay, das ist aber, glaube ich... Ah, da steht ja Kartenrangliste. Ich schlaue ihn. Ich sollte mal mehr lesen. Gute Neuigkeit, du hast neues Zeug in der Werkstatt freigeschaltet. Da müssen wir gleich auch mal gucken, was das ist. So eine Strecke haben wir, glaube ich, noch. Oder zwei. Nächste Strecke, let's go. Gar nicht lange Zeit verlieren hier. Ba-ba-ba-ba-bam. Auf geht's. Der Music Booster, den muss ich gleich auch mal drücken. Weil das Spiel ist ja auch so, wie ich gehört habe, dass es mit so Musik zusammenarbeitet. Und wenn gerade irgendwie was abgeht, dann kommt halt mit Drums oder halt irgendwie so ein Kram. Ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen, weil ich auch ehrlich gesagt drauf scheiße. Ich finde das Gameplay einfach gerade mega nice. Ah ne, es ist die vierte Strecke, glaube ich, erst. Music Booster. Okay. Ah, es geht dann einfach nur laut oder laut. Oh, shit! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Obwohl es wahrscheinlich auch wieder angezeigt wurde. Oh, und abgezogen. Oh, scheiße, das war zu früh. Nein, direkt nochmal. Ab dafür. Oh Leute, es macht direkt Laune. Und ich freue mich schon so auf die Online-Competition. Oh mein Gott. Also in Stadium war ich asozial gut. Oh, stand wirklich da. Okay, das hat der Kollege irgendwie besser gemacht als ich. Dafür gucken wir mal, dass ich es hier wieder besser hinkriege. Ja, let's go. Und hier war es einfach eben zu früh. Ja, das sieht doch schon nice aus. Das sieht nice aus. Und schön, bam, gegen den Baum hinten geflogen. Geil. Außergewöhnlich. Du hast die Goldmedaille. Was ist daran außergewöhnlich? Oh, Platz 7 aus Hessen. Gegeben habe ich es euch. So. Nächste Strecke. Müsste die letzte jetzt sein.
Oh, ey, das macht. Oh, Leute, ey, ich freue mich schon. Wie gesagt, ihr, wir können es. Leute, ihr könnt es im PSN, könnt ihr es vorbestellen noch. Und wenn ihr es PSN vorbestellt, spart ihr sogar noch 10%. Das sind 5 Euro. Solltet ihr euch wirklich überlegen. Also, das Spiel kommt am 25., 24. oder so raus. Vorbestellung geht, glaube ich, bis 23. Und wie gesagt, ihr spart da 5 Euro. Das ist nicht die Welt, aber wie gesagt, das Game normal 40 Euro. Ihr bezahlt dann 35, logischerweise, ne? 40 minus 5. Oh, was ist das für ein Donut hier? Alter, warum zieht denn der mich so ab? Alter, was ist mit dem Geil los? Oh mein Gott. Ich schleiche dem Typ hier hinterher. Ich bleib mal ein bisschen oben. Wir müssen jetzt einfach das in Drift raushauen. Okay. Vielleicht wird er in einer anderen Runde verkacken. Das Rundkurs sehe ich gerade. Ich will jetzt nicht so hoch springen und spring voll drüber. Nice. Ich bin der Schlauste einfach. Ja, weißt du, reden und so machen. Ja, so muss man es machen, aber dann die Umsetzung, ne? Das ist dann immer die Sache. Das ist wie bei Dark Souls. Aber wie gesagt, beim Driften hier kann ich immer ein bisschen Zeit wieder gut machen. Jetzt will ich hier nicht so einen großen Sprung machen. Dann wird es hier allerdings ein bisschen tricky und jetzt muss ich nach rechts. Jetzt muss ich irgendwie ein bisschen nach rechts rüberkommen. Oh, oder einfach gewinnen, ne? Das ist natürlich auch die Sache. Goldmedaille. Und Hessen, was sagt denn ihr? Na, oh, 36, das ist nicht so gut. Da habe ich ein bisschen zu viel verkackt. Neue Sachen in der Werkstatt, geil. So, das waren alle Strecken. Liebe Freunde, das war der Singleplayer. Wir machen auf jeden Fall noch ein Video. Wann das Video kommt, weiß ich noch nicht, wann ich das aufnehme, hochlade. Ich bedanke mich jetzt schon mal auf jeden Fall fürs Zusehen. Ey, das Spiel, mua, Bombe geil bis jetzt. Wie gesagt, ist schon eh bestellt. Würde ich euch einfach auch empfehlen, wenn ihr ein skillreiches Racing-Game sucht, seid ihr da an der richtigen Adresse. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich werde, wenn ihr wollt, auf jeden Fall noch mehr machen. Auch vom Multiplayer. Mal gucken, ob ich da was reißen kann. Und hoffentlich bis dann, Freunde. Ciao.